Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Wir wollen uns heute anschauen, welche verschiedene Arten von Gleichungen wie gelöst werden können. Da haben wir standardmäßig die quadratische Gleichung, die ihr wahrscheinlich alle kennt, mit x hoch 2 als höchste Potenz. Die kubische Gleichung, die ihr im letzten Video gesehen habt, von wegen Polynomdivision und Horner-Schema, mit x hoch 3. Und die sogenannte biquadratische Gleichung, wo x hoch 4 die höchste Potenz ist, allerdings nur die zweithöchste Potenz x². Wenn hier x hoch 3 drin steht, ist es nicht mehr so leicht lösbar. Fangen wir an. Schauen wir uns die quadratische Gleichung an. x² minus 5x plus 6. Dafür benutzen wir hauptsächlich die PQ-Formel. Die sollte jeder kennen. x1, 2 gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q. Diese Formel sollte jeder von euch im Kopf haben. Nun, p ist diese minus 5 und q ist diese plus 6. Setzen wir das ein. Minus p halbe ergibt also minus minus 5 plus 5 halbe plus minus Wurzel aus 5 halbe ins Quadrat, 2,5 ins Quadrat ist 6,25 minus q, also minus 6. Das heißt x1, 2, 5 halbe umgerechnet 2,5 plus minus Wurzel aus 0,25. Das ergibt dann weiter x1, 2, 2,5 plus minus Wurzel aus 0,25 ist 0,5. Das heißt, wir haben die Lösung, die erste Lösung, 2,5 plus 0,5 ergibt 3. Und die zweite Lösung, 2,5 minus 0,5 ergibt 2. Das heißt, die beiden Lösungen dieser quadratischen Gleichung sind 3 und 2. Also beispielsweise die Nullstellen dieser Parabel mit dieser Gleichung. Schauen wir uns die kubische Gleichung mit x hoch 3 an. Dafür hatten wir das letzte Mal das Horner-Schema gesehen, wenden wir es hierauf einfach nochmal an. Hier in diese erste Zeile schreiben wir die Koeffizienten, das heißt die Vorfaktoren dieser Gleichung. Bei x hoch 3 einmal x hoch 3 minus 2 mal x hoch 2 minus 5 mal x hoch 1 und x hoch 0 ist einfach die Zahl plus 6 gleich 0. Nun müssen wir eine Nullstelle raten. Das ist hier nicht so schwer. Setzen wir die 1 ein zum Beispiel. 1 minus 2 ergibt minus 1, minus 5 ergibt minus 6, plus 6 ergibt 0. Das heißt, 1 ist eine Nullstelle. Die schreiben wir hier hin. Dann schreiben wir hier diese 1 ab. Und dann rechnen wir hier weiter. 1 mal 1 ist 1 minus 2 ergibt minus 1. Wieder hier vorne rechnen. 1 mal minus 1. Minus 5, also plus minus 5, ergibt minus 6. Und 1 mal minus 6 plus 6 ergibt 0. Somit haben wir die quadratische Gleichung als Rest der Form 1 mal x², also x², minus 1 mal x hoch 1, also minus x, minus 6 gleich 0. Das heißt, erste Lösung x1 gleich 1. Und die anderen beiden Lösungen erfahren wir hier, indem wir diese quadratische Gleichung lösen. Also wieder PQ-Formel. In diesem Fall wäre es dann x2, 3, nicht x1, 2. P ist minus 1, also minus p halbe ist minus, ist plus 1 halb, plus minus Wurzel aus 1 halb ins Quadrat ist 1 Viertel, plus 6 ist 6, 1 Viertel, 6,25. Das wissen wir von eben, das ist 2,5 diese Wurzel. Das heißt, x2, 3, 0,5 plus minus 2,5. Das heißt, die zweite Lösung x2, 0,5 plus 2,5 ergibt 3. Und die dritte Lösung x3, 0,5 minus 2,5 ergibt minus 2. Das heißt, diese Gleichung hat diese drei Lösungen, nämlich 1, 3 und minus 2. Schauen wir uns die biquadratische Gleichung an. Na, die hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der quadratischen Gleichung, indem sie auch nur aus drei Bestandteilen, aus drei Summanden besteht. Folgerichtig kann man hier auch wiederum die PQ-Formel anwenden, allerdings erst, wenn wir einen Schritt gemacht haben, nämlich die sogenannte Substitution. Substitution heißt einfach ersetzen. Dann nehmen wir einfach einen beliebigen Buchstaben, zum Beispiel u, für x². Immer diese mittlere Potenz muss ersetzt werden. Also u gleich x². Das heißt, überall, wo hier x² steht, müssen wir u hinschreiben. Dann heißt das also, dass wir statt x hoch 4, ist ja gerade x hoch 2 hoch 2 nach den Potenzgesetzen, statt x hoch 4 also u hoch 2 schreiben.
plus 3x Quadrat wird dann zu 3u. Und minus 4 bleibt natürlich stehen, da kommt kein x vor. Nun haben wir eine ganz normale quadratische Gleichung, die wir mit der PQ-Formel lösen können. Also u1, 2 gleich minus p halbe minus 3 halbe minus 1,5 plus minus Wurzel aus 1,5 ins Quadrat ist 2,25 minus minus 4 plus 4. Das heißt, wir haben für u1, 2 minus 1,5 plus minus. Nun haben wir wieder genau die gleiche Wurzel wie eben, 6,25. U1, 2 entspricht dann also minus 1,5 plus minus 2,5. U1, die erste Lösung, minus 1,5 plus 2,5 ist plus 1. Und U2, die zweite Lösung, minus 1,5 minus 2,5 entspricht minus 4. So, jetzt haben wir die beiden Lösungen dieser quadratischen Gleichung. Damit sind wir allerdings noch nicht fertig. Wir wollen die Lösung dieser Gleichung hier oben haben. Das heißt, wir müssen eine Rücksubstitution machen. Also statt u wieder x Quadrat schreiben. Das heißt, im ersten Fall hätten wir statt u gleich 1, hätten wir 1 gleich x Quadrat. Nun, welche Lösung hat diese Gleichung? Man sieht, man macht die Wurzel und dann bleibt übrig die beiden Möglichkeiten x1 gleich 1 und x2 gleich minus 1. Beide ins Quadrat ergeben die 1. Schauen wir die zweite Lösung an, u2 gleich minus 4. Das heißt, minus 4 gleich x². Also statt u haben wir jetzt einfach wieder x² gesetzt. Nun, Wurzel aus einer negativen Zahl ist nicht möglich. Das heißt, hieraus ergeben sich keine Lösung. Das heißt, die einzigen beiden Lösungen dieser biquadratischen Gleichung sind 1 und minus 1.